Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing, Einrichten und zweiten Eindruck des Google Pixel 8. Das ist das günstigere und kleinere der Flaggschiff-Smartphones aus dem Hause Google. Wurde am 4. Oktober auf dem Made by Google Event vorgestellt. Ich konnte es mir vor Ort bereits anschauen und nun habe ich das Gerät auch hier und wir packen das Ganze einmal aus. Ich habe euch nochmal alle Informationen mitgebracht und ich gebe erstmal meinen zweiten Eindruck zu dem Gerät. Außerdem haben wir hier noch ein Case, das ist hier in Coral. Das ist also ein rotes Case. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann nicht nur auf dem Produktbild, sondern auch in echt aussieht. Das Gerät gibt es in drei Farben, in einem Schwarz, in einem, sie nennen es Grau-Grün, die Farbe habe ich hier, und zusätzlich neu in einem Pink, was ich sehr schick finde, bin aber auch mal sehr auf die grau-grüne Farbe nochmal gespannt. Wir haben hier die 128 GB Version, ach ja, die Farbe heißt Hazel. Das Ganze gibt es auch noch in 256 GB an Speicher, kostet dann 60 Euro mehr. So, um die Box nochmal, oben Pixel 8 und das Gerät, an der Seite Google. Unten haben wir einiges wieder an Informationen und Regulatoren, an der anderen Seite Pixel 8 und unten haben wir dann hier die beiden, alles aus Pappe. Sie sagen, sie haben kein einziges Stück Plastik in dieser Verpackung mehr. Google möchte nämlich auch 2030 emissionsfrei, klimaneutral sein. Das haben sie auch nochmal sehr auf der Keynote betont. Hier haben wir das Gerät dann und tatsächlich, es ist deutlich grüner, als ich das auf den Produktbildern immer gesehen habe. Und ich finde es auch noch mal deutlich schicker als das Schwarz. Hier haben wir das Gerät dann. Auf der Rückseite haben wir eine Gorilla Glass Victus Seite. Also nicht Gorilla Glass Victus 2, wie es beim Pixel 8 Pro der Fall ist, sondern das ältere Gorilla Glass Victus. Hier vorne haben wir dann das 6,2 Zoll Display, Full HD Plus und neu dieses Jahr auch mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Nicht LTPO, wie es beim Pro-Smartphone der Fall ist, aber 120 Hertz, die sich dann hin und her regulieren können. Das ist wirklich schön. Das Ganze ist auch nochmal, jetzt hole ich mal das Pixel 7a dazu. Das Ganze merkt man, ist deutlich runder, ist deutlich. Ja, hier ist es eher so ein Kasten, so war das beim Pixel 7 auch. Hier das Pixel 8 merkt man, abgerundete Ecken und deutlich kompakter, ist auch nochmal kleiner geworden. Wirklich sehr schön. Kann auch bis zu 2000 Nits hell werden und hat weiterhin Full HD Plus Auflösung mit maximal 428 ppi, also Pixel per Inch. Auf der Rückseite sehen wir zwei Kameras, die lösen mit 50 Megapixel auf, das ist ein neuer Sensor und wir haben weiterhin eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, wie es auch schon beim Pixel 7 der Fall war. Neu ist aber, dass dieses Gerät mit dem Tensor der dritten Generation kommt und auch deswegen 7 Jahre an OS-Software und Feature-Drops-Updates bekommt. Eine wirklich, wirklich schöne Neuerung, da habe ich mich sehr drauf gefreut und damit kann man das Gerät dann auch deutlich länger nutzen als noch die Vorgänger, da man weiß, man kriegt immer Sicherheitsupdates und auch neue Funktionen. Auf der Vorderseite sehen wir auch eine 10,5 Megapixel Selfie-Kamera, mit der man dann schöne Selfies machen sollen. Aber hier merkt man auch nicht, dass da jetzt irgendwie was großartig verändert wurde. Das war aber auch nicht das Problem bei den Vorgängern. So, richten wir das Gerät einmal ein. Wir wählen einmal als Deutschsprache auch aus und Deutsch als Region. Können auch jetzt starten und jetzt sehen wir hier auch mit einem anderen Gerät einrichten. Und wenn ich jetzt einmal mein Pixel 8 Pro dazu hole, sieht man, hier schlägt er direkt vor, möchtest du dein Pixel 8 einrichten? Das ist neu. Damit kann man, wenn man ein älteres Android-Gerät hat, in dem Fall jetzt hier nicht, aber wenn man ein älteres Android-Gerät hat, kann man damit das neue Smartphone direkt sofort einrichten. Bei iOS-Geräten ist es ein bisschen komplizierter, da muss man eine App auf dem iPhone herunterladen und dann per USB-C verbinden. Geht natürlich mit neuen iPhones jetzt direkt, aber bei älteren iPhones muss man dann einen entsprechenden Adapter haben. So, ich möchte das Ganze aber überspringen und schauen, wie das Gerät out of the box ist. Dazu verbinde ich mich erstmal mit dem WLAN. So, jetzt sind wir mit dem WLAN verbunden und das Smartphone wird vorbereitet. Sagt er hier, kann einige Minuten dauern. Zieht sich erstmal noch neueste Updates und Informationen von den Google-Servern, nachdem das Gerät dann jetzt auch mit dem Internet verbunden ist. Währenddessen können wir nochmal
bisschen auf die technischen Daten schauen. Das Gerät hat weiterhin einen Fingerabdrucksensor unter dem Display, weiterhin aber nur ein optischer Sensor. Da haben ja einige gehofft, dass sich durch die Gerüchte das Ganze verändern könnte und man zum Beispiel auch einen Ultrasonic Fingerprint Sensor bekommt, wie zum Beispiel bei Samsung-Geräten oder neueren Oppo-Geräten. Jetzt kann man sich hier mit dem Google-Konto anmelden. Ich überspringe das einmal, um zu schauen, wie das Ganze denn wirklich out of the box ist, ohne dass ich mich jetzt hier verbinde und er Sachen schon aus dem Internet herunterlädt. Mobilfunkverbindung geht weiterhin über ein SIM-Karten-Tool, das man hier in dem Fall auch im Lieferumfang findet. Hier hat man ein USB-C-Kabel, man hat hier ein Adapterkabel. Damit kann man dann zum Beispiel auch seine Daten direkt vom iPhone kopieren. Und hier hat man dann den Papierkram. Ja, SIM-Karten-Tool liegt in dem Fall hier drunter. Ne, liegt im Papierkram mit dabei. Das schauen wir uns noch einmal an. Ist aber weiterhin eigentlich ein identisches SIM-Karten-Tool, wie man es kennt. So, einmal aufmachen. Ja, wo ist es denn? Spannend. Hier in diesem Lieferumfang liegt kein SIM-Karten-Tool mit dabei. Okay, beim Pro-Gerät war das der Fall. Da werde ich nochmal nachhorchen, ob es da irgendwelche Infos seitens Google gibt. Das ist nämlich eine sehr spannende Geschichte. Vielleicht habe ich es einfach noch übersehen. Gut, dann legen wir das aber mal zur Seite und überspringen die Mobilfunkverbindung. Kann man per Nano-SIM-Karte hier an der Seite machen. eSIM ist aber ebenfalls möglich. So, jetzt legen wir einen PIN fest. Da wähle ich jetzt erstmal einen recht simplen, um einmal zu schauen, wie das Ganze mit dem Fingerabdrucksensor funktioniert. Ich stimme zu und richte den Fingerabdrucksensor ein, indem ich hier drauf drücke. Wie gesagt, optischer Sensor, er macht ein Foto. Das sieht man hier an dem Leuchten. Und jetzt sagt er, ändere die Position. Der soll in dem Fall nicht wirklich verändert worden sein. Was hauptsächlich verändert wurde, sowohl beim Pro-Gerät als auch beim kleinen Gerät, ist in dem Fall ich überspringe das jetzt einmal, die Gesichtsentsperrung. Google sagt, hier haben sie durch Algorithmen und hast du nicht gesehen, das verbessert und das geht auch nur auf den neuen Geräten. Mal schauen, ob das noch zum Pixel 7 Pro oder 7 kommt oder zum 7a, weil die Gesichtsentsperrung jetzt mittlerweile auch so sicher ist, dass man Käufe damit tätigen kann, Banking-Apps das Ganze nutzen können. Da drücke ich einmal drauf. Genau, Gesichtsentsperrung. So. So, das ging fix. Du kannst jetzt das Gesicht mit dem Smartphone entsperren und dann auch dich überall anmelden. So, Google-Dienste möchte er trotzdem haben, obwohl ich mich jetzt noch nicht mit einem Google-Account verbunden habe. Gehe ich einmal auf Akzeptieren. Beschränkte Garantie. Das Ganze ist jetzt auch in weiteren Ländern verfügbar, unter anderem zum Beispiel der Schweiz, Österreich. Ich gehe jetzt einmal auf Weiter. Und jetzt sagt er hier Google-Apps. Zum Beispiel Fitbit kann ich direkt installieren. Oder die Pixel Watch App, falls ich eine Google Smartwatch habe, Übersetzer, Wallet. Das Ganze ist erstmal alles standardmäßig bereits angekreuzt. Ich könnte jetzt die Apps empfehlen. Ich sage aber okay. So, Smartphone wird vorbereitet. Das kann einige Minuten dauern. Okay, ist aber direkt fertig. Navigieren. Haben wir weiterhin die Navigationsgesten. Das heißt, zum Startbildschirm wische ich von unten nach oben. Zurück von der rechten zur linken Seite oder andersrum, je nachdem. Und zwischen App wechseln. Ach, wische vom unteren Displayrand nach oben. Okay, hat er jetzt aber auch direkt erkannt. Fertig. So, man kann das Gerät jetzt verwenden, hochwischen und hier sehen wir bereits, so sieht dann der Startbildschirm aus. Wir haben hier den Play Store, Google Gmail, Fotos, YouTube, die Kamera-App, den Chrome-Browser, die Nachrichten-SMS-App und das Telefon. Ansonsten haben wir weiterhin den Standard-Google-Kram installiert, die Rechner-App, die Uhr-App, eine Sicherheits-App, YouTube Music, den Recorder, Kalender, Kontakte und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt mal in die Einstellungen gehen, in den Speicher sehen wir 4 GB belegt, 128 GB haben wir als Standardspeichervariante. Ich habe bei Google immer so Bauchschmerzen gehabt, gerade beim Pro-Gerät, dass man 128 GB als Standardspeicher hat. Beim kleineren Gerät Pixel 8 kann ich es noch irgendwie verstehen. Beim Pro kann ich es eigentlich nicht verstehen. Das Einzige, was es irgendwie wieder gut macht, ist, dass man hier 4 GB von 128 GB nur belegt hat, davon nur 2,8 GB das System und da ist eigentlich ja alles drin. Das finde ich wirklich beeindruckend und hier die Apps mit 1,4 GB, das war es dann aber auch. Das heißt, hier hat man von diesen 128 GB auch wirklich 124, die man nutzen kann.
was halt bei anderen Herstellern nicht ist. Also Samsung nutzt gerne mal 30, 40 Gigabyte bei ihren Flaggschiffgeräten. Bei anderen Herstellern ist es jetzt auch nicht wirklich viel besser. Das heißt, von den 128 hat man da eh nur 80, 90. Hier ist es in dem Fall deutlich viel mehr. Man kann diesen Speicher aber nicht erweitern. Also ihr habt keine Möglichkeit, eine SD-Karte reinzupacken und dann noch mehr Speicher zu haben. Ihr könnt Cloud-Speicher kaufen. Ich glaube, in den Vorbestellerboni ist dann auch drin, dass man 6 Monate 2 TB Google One Speicher bekommt. Kann man so sehen, wie man möchte. Ich finde, es ist eine schöne Aktion. Zusätzlich zu den Pixel Buds Pro, die man bei dem Gerät als Vorbestellerboni bekommt. Ich glaube noch bis zum 16. Also das Video darf am 11. hier raus. Das heißt, ihr habt dann noch 5 Tage Zeit, wenn ihr sagt, ihr wollt bei der Vorbestelleraktion die Pixel Buds Pro, die wirklich sehr, sehr gut sind, abgreifen. Dann habt ihr das noch als Möglichkeit. So. Schauen wir uns das Gerät nochmal an. Ich gehe jetzt mal in die Kamera-App. Hier wird er mir wahrscheinlich gleich sagen, dass er ein Update hat. Genau, dann machen wir das Update einmal mit der Kamera-App. So, das Update bei der Kamera-App ist installiert. Man kann die Kamera schnell starten, indem man zweimal auf den Ein- und Ausschalter drückt und dann die Lautstärketasten kann man nutzen, um ein Foto aufzunehmen. Das Ganze hat jetzt ein neues Design bekommen. Was nicht geht, ist der Pro-Modus. Der ist nur dem Pixel 8 Pro vorenthalten. Da habe ich in dem Fall ein bisschen gemischte Gefühle, weil klar, man hat die besseren Kameras und noch eine Zoom-Kamera, die man nur beim Pro nutzen kann. Aber zum Beispiel mit der Hauptkamera kann man hier bestimmt auch einiges rausholen. Da noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zu haben, wäre in dem Fall ganz schön. Aber ja, enthält Google nur dem Pro-Gerät vor. So, machen wir einmal ein Foto, zum Beispiel hier vom Pixel 7a. Makro-Modus ist aus. Dadurch, dass wir hier beim Gerät die 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera haben, können wir hier auch einen Makro-Modus nutzen. So, oder warte, hier muss ich raufgehen. Ne, die ist mit der Hauptkamera. Genau, die Hauptkamera kann in dem Fall einen Makro-Modus nutzen. Ich mache das hier nochmal so. So, Makro-Modus an. Und wenn ich in dem Fall dann hier die Ultra-Weitwinkelkamera mal raushole, kann ich auch mal hier so fokussieren. Und der Hauptsensor kann auch zweifachen optischen Zoom. Mehr ist aber nicht möglich. Doch maximal 8-facher Zoom. Das ist so das Maximale, was ihr aus dem Gerät hier rausholen könnt. Ihr habt natürlich auch den Google Nachtsichtmodus und das Porträt. Da machen wir nochmal ein Selfie. So, dann schauen wir uns einmal die Fotos an, während sie hier noch bearbeitet werden. So, das ist einmal das Foto mit der Hauptkamera. Hat das Objekt hier gut rausgenommen und den Fokus gesetzt. Das sieht doch wirklich gut aus. So, das ist dann das Makrofoto. Auch hier, man sieht wirklich kleine Details, gerade hier den Staub, der sich auch sehr gerne auf den Kamerabalken, den das Pixel 8 auch wieder hat, natürlich sehr gerne absetzt. Dann haben wir hier den Ultraweitwinkel. Man merkt schon, gerade hier an den Seiten, gut, ah, doch, das ist hier noch einiges. Hier gibt es noch einiges an Details, ein bisschen Bildrauschen, aber das kenne ich auch schon von 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkameras deutlich schlimmer. Also, das sieht hier schon wirklich gut aus. So, hier dann nochmal der Zoom. Auch klar, optischer Zoom, gute Details, wirklich scharf, trotz viel Licht, gut echt in den Fokus gesetzt. Und dann haben wir hier noch, ja, den 8-fachen Zoom. Auch noch okay, aber man merkt, die Details werden verwaschener. Man erkennt aber noch, dass das hier auch in dem Fall nicht ganz sauber ist. So, Porträtfoto, das kann Google halt wirklich richtig gut. Da haben sie die super gute AI, die hier auch meine Haare echt gut rausfiltert. Apple ist da jetzt auch dieses Jahr mit dem 15 Pro Max, da kann ich schon mal ein bisschen zu meinem Testbericht spoilern, deutlich auch besser geworden. Aber Google sieht man gut hier, vielleicht zu ganz am Rand. Aber Google ist da halt immer noch, würde ich sagen, Marktführer. Das können sie wirklich gut. So, und dann noch schnell ein kurzer Blick aus Pixel 8 Case in Coral, was wir hier ebenfalls bekommen haben. Einmal ausgepackt. Auch hier nur Pappe als Verpackung. Und dann haben wir das Case aus Silikon. So sieht es aus. Innen drin ist jetzt so ein weicher Schaum mit dem Pixel-Logo eingraviert. Und ja, ist doch deutlich heller, als ich gedacht hätte. Hier mit Google-Logo und dann hier für die Tasten kann man dann einfach hinten draufpacken, passt schnell ins Gerät rein. Das Gerät ist auch dadurch weiterhin super leicht. Es, ja, wiegt dann immer noch unter 200 Kilogramm und ja, passt sich dann gut an. So, Pixel 8, zweiter Eindruck.
Ich finde das Gerät wirklich spannend, vielleicht sogar für die meisten Leute deutlich, deutlich spannender, dadurch, dass jetzt dieser Bereich zwischen Pixel 8 und Pixel 8 Pro so viel größer geworden ist. Also 800 € für das normale Gerät, 1.100 € für das Pro-Gerät ist schon ein 300 € großer Unterschied, den viele wohl ja nicht nehmen werden, verständlicherweise, weil außer man sagt, man möchte wirklich das größere Gerät zum Beispiel haben oder die mehreren Kameras haben. Für viele wird aber das Pixel 8 das deutlich interessantere Gerät sein. Klar, man hat den Preis trotzdem um 100 € beim normalen Gerät oder 150 €, glaube ich, von 649 auf 799, 150 € angehoben. Das ist schon eine Menge. Was bekommt man hierfür? Einen neuen Prozessor, ein ja, runderes Gerät, ein kleineres Gerät. Vielleicht auch eine bessere Akkulaufzeit, da hat sich ein bisschen was verändert, lädt aber weiterhin trotzdem nur noch mit 27 Watt. Da bin ich mehr gespannt, wie die Akkulaufzeit gerade im Vergleich zum Pro-Gerät sein wird, wie krass man den Kameraunterschied merkt und ob sich letztendlich dann der Aufpreis zum Pro lohnt oder ihr einfach lieber zum, ja, kleineren Gerät greifen solltet. Aber das war's erstmal vom Unboxing einrichten und zweiten Eindruck zum Pixel 8. Was haltet ihr von dem Gerät? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ihr werdet dann auch bald hier einen Testbericht und auf basicthinking.de lesen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss!